ready, 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 ready. Also Mörser aus Trinidad und Tobago, habe zwei Staatsangehörigkeiten. Beatboxen überhaupt ist Beats mit dem Mund, mit dem Rachen, mit der Nase und mit dem Körper zu machen. Ich war in meiner Heimat und da habe ich meinen Cousin, der hat mich jemand vorgestellt und meinte, der kann Beatboxen. Und mein Cousin hat halt gerappt. Und ich habe mir gleich gedacht, boah, da ist ja der Hammer. Ihr braucht ja keine Turntables. So nennt man in der Hip-Hop-Sprache die Plattenspieler, wo man drauf scratchen kann. Ne? Habe ich mir gedacht, boah, das muss ich unbedingt können. Beats, Melodie und jemand, der rappt. Hammer. Beatboxen ist so einfach wie eine andere Sprache. Man muss ein bisschen Talent haben. Rhythmusgefühl vielleicht. Bei mir ist das so, dass ich auch 40- oder 50-jährigen Beatboxen beibringe. Oder 6- oder 5-jährige. Allerdings vom Vorteil ist, wenn man lesen kann, weil dann kann ich, wenn ich mir die Tafel angucke und was auf die Tafel schreibe, kann ich den Leuten das besser beibringen. Special effect. Überlegt mal, nach dem vierten Schritt könnt ihr schon einen Special Effect Beat und die Leute auf jeden Fall, wie machst du das denn? Jetzt kannst du das mit 3 Bs, mit 3 Ts, 3 Ks auch machen. Es ist eigentlich, da gibt es kein, es ist, du selber bist dein Limit. Beatboxen fing klein an, auf kleinen Hip-Hop-Veranstaltungen, auf Freestyle-Battles und ist jetzt international. Ich mache mit meinem Mund nicht nur Hip-Hop-Beats, sondern auch Techno, House, Minimal, Dubstep, Dancehall, Reggae. Und ja, deshalb bin ich auf jeder Bühne eigentlich herzlich willkommen und bin eigentlich gerne. Macht einfach Spaß, den Leuten einfach meinen Zaubertrick zu zeigen, weil Beatboxen ist gleich Zaubern. Für mich.